Hallo meine Freunde, Zack wieder hier mit Let's Play Pokémon Schwarze Edition und ich muss gerade kurz noch was nachgucken. Quatsch, Moment, ich kann doch auch dann mal, Dario ist ja auch schon Level 21 und da das die nächste Arena von ihm ziemlich zerrissen wird wahrscheinlich, schon wieder, gehen wir doch einfach mal weiter und schauen, was wir hier kriegen. Ein Paraheiler, nice. So. Hi, ich wollte eigentlich gucken, was da unten ist, weil da oben geht's weiter. Blöder Ranger. Was hast du denn für mich? Was hast du denn Feines? Du hast wahrscheinlich eine Grill. Ja. Wieso sind diese so besessen von diesen scheiß Affen in dieser Generation? Das ist schon das zweite Mal, dass diese. Einmal A, die Arenaleiter. B, kriegt man einen von denen geschenkt. Und es ist jetzt schon die zweite Trainer. Das zweite Trainer-Trio nennt es jetzt einfach mal, das die hintereinander hat. Es gab einmal die Schulkinder und jetzt gibt's die hier. What the fuck? Ich meine, da scheint die einer echt gern zu haben. Ich mag die übrigens nicht, immer noch nicht. Nicht, weil es Affen sind, sondern weil sie unnütz sind schon fast. Weil, warum sollte... Und vor allen Dingen, was ich ja noch am bescheuertsten finde, die Steine entwickeln... die Affen entwickeln sich nur mit Steinen. Heißt, wenn man sie entwickelt hat, lernen sie, glaube ich, kaum noch Attacken. Früher war es ja mal so, dass man, wenn man eine Steinentwicklung gemacht hat, dass sie gar keine oder fast keine Attacken mehr erlernen. Nur Nidoqueen und Nidoking haben, glaube ich, später noch Attacken gelernt. Ich glaube aber nur eine, nämlich Fuchtler. Oh, ist ein Item, das hätte ich gerne. Und naja, das ist... Lassen wir es einfach dabei, ich mag die Affen nicht. Wirklich nicht. Das sind wirklich die... warum? Und dann haben die auch noch als versteckte Fähigkeit Großbrand. Und halt die anderen Fähigkeiten der Starter. Was sie noch uninteressanter an und für sich macht. Weil die Fähigkeiten sind nicht so gut. Das hat schon einen Grund, warum man die meisten Starter-Pokémon mit ihren Hidden Abilities spielt. Ich meine, so ein Glurak mit Solarkraft. War doch Solarkraft, meine ich, ne? Ach, seine Hidden Ability nicht. Lassen wir es erstmal. So ein Glurak mit Solarkraft, das war Solarkraft. Wenn es bei Sonne, come on! Bei Sonne, Dingens, Bummens, der Pammens. Bei Sonne, was wollte ich sagen? Bei Sonne, nein, nicht Beutel. Bei Sonne draußen ist, kriegt zwar Schaden, aber sein Spezialangriff wird erhöht. Strauchler, eine spezielle Pflanzenattacke, die je nach Gewicht des Gegners mehr Schaden verursacht. Kann die jemand lernen? Kann einer von meinen Pokémon Strauchler lernen? Ja. Bitte. Das macht Cleopatra tatsächlich noch interessanter, weil jetzt habe ich was, wo ich den Spezialangriff mal nutzen kann. Tun wir die Kratzfurie wegkommen. Kein Step. Okay, Strauchler ist auch kein Step, aber Strauchler wird sich wahrscheinlich noch als nützlich erweisen, weil viele, beispielsweise Gesteins-Pokémon, halt ziemlich schwer sind. Und dadurch sollte das Ganze auch sehr angenehm werden. Nur jetzt in der nächsten Zeit wird es nicht so interessant. Schon wieder ein Strawickel. Das Problem ist, Cleopatra hat gegen die ganzen Käfer ja eigentlich nicht so gute Chancen. Davon mal abgesehen, für die nächste Arena, habe ich wirklich nur Dario und Elezeba. Cleopatra kann ich da vergessen. Das wird doch auseinandergenommen in der Arena. Oh je. So, hauen wir einmal ab. Und jetzt gehen wir weiter nach oben. Hey, hallo, du bist der Letzte von Team Plasma. Obwohl ihr vorhin, glaube ich, mehr wart. Aber egal.
Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Machen wir nicht fertig. Er hat drei Pokémon. Er hat einen Nagelotz. Okay. Kleopatra, zeig, was du drauf hast. Machen wir erstmal die Verfolgung. Natürlich. Oh. War das? Das war nicht mal ein Crit. What the fuck? Ach so, klar, weil er so viele... Aha, ich habe jetzt da nicht aufs Level 8. War er Level 14 oder 14? 14 oder 13? Oh je. Da, dass ich so hoch bin im Level. Ja. Er hat zwar drei Pokémon, aber die sind Kanonenfutter. Ganoville, da kann ich sogar drin bleiben. Obwohl, Ganoville hat nicht so... Bedrohr. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Strauchler! Yay! Nice! Yay! Damit habe ich auch endlich mal ein spezielles Pokémon im Team. Was ist deine... Hier, der geschonte Drakoschädel. Was wollen die eigentlich mit dem alten Knochen? Jetzt unseren Traum, den Traum seiner Majestät, einfach nicht mehr in Tat umsetzen. Hallo, einer der Weisen. Fuck auf die Namen. Freunde, unsere Königin, euer wie toll geschworen hast. Ja, tröst dich, Leute. Gestohlen. Gräme dich nicht, der Flussdrasch ist. Ich hab's so verschmerzbar und sonst noch haben das ja. Die sind. Es ist eindeutig ein Dragoran-Schädel. Und jetzt fällt denen auf, hey, das Ding brauchen wir gar nicht, weil es ist nur ein fucking Dragoran. Dafür sorgen, dass du nicht mehr in die Quere kommst. Komm, Körperpunkte aufgeregt waren. Ich darf eine wichtige Tour, bla, bitte. Yay. Okay, sieben Weisen. Wann geht's das Gesandt? Bla bla bla. Ausgehend 100 Schlachten zu fürchten. Mein Gott, die reden verdammt viel hier. Also ich keine. Okay. Okay. Frage, haben die jetzt einfach entkommen lassen? Gut zu Fuß sind sie ja. Sollen wir sie verfolgen? Nein. Sollen wir sie verfolgen? Die Typen, die eben einen Schädel geklaut haben, Pokémon von anderen Leuten klauen. Sollen wir die verfolgen? Nö, wir haben ja den Schädel wieder. Bravo. Wenn wir sie jetzt zu sehr in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Der ist dämlich, oder? Obwohl, was frage ich? Er ist Künstler. Ja, die Denkweise muss man nicht verstehen von diesen Leuten. Oder von manchen Leuten. Yay, ein Mondstein. Was soll ich mit einem Mondstein? Mondstein entwickeln. Welches Pokémon entwickelt sich in der 5. Gen mit einem Mondstein? Kam da irgendwas dazu? Ich wollte gerade sagen, das nehme ich jetzt besser mit. Wundersaat kann ich sogar dann eventuell Kleopatra geben. So, wir gehen jetzt aber direkt weiter. Wir müssen jetzt sogar direkt in die Stadt kommen, ne? Ja. Und die unnötige Brücke. Warum unnötig? Weil auf ihr nichts ist. Man geht da einmal drüber und dann war's das. Die ist wirklich nur dafür da, hey, guck mal, der 3DS, der normal, also der Nintendo DS, kann 3D. Wobei ich es ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, weil alle Figuren sind weiterhin 2D-Sprites, aber alles andere hier sind 3D-Modelle. Die Bäume da unten glaube ich auch. Der DS konnte halt nicht so viel 3D. Obwohl man sagen muss, dass so oft wie hier Autos sind, trifft man die auch nicht. Darf ich nochmal anmerken, dass diese Brücke absolut unnötig ist?
und nur dafür da ist, um zu zeigen, hey, der DS kann 3D. Kann man die hier aufploppen sehen? Moment, wir warten mal kurz. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, schweben die Autos so leicht über dem Boden. Okay. Gehen wir lieber weiter. Aber wie gesagt, das ist so unnötig. Wenn sie da wenigstens so kleine Event-Pokémon hingesetzt hätten, dass man da mal kämpfen kann auf der Brücke. Aber ich werde über diese Brücke nie wieder drüber gehen. Genauso wie ich diese Stadt mehr als verwirrend finde. Ich weiß nur, dass der Typ... was für einen Stein will ich haben? Nein. Gib mir mal einen Feuerstein. Gib mich mal einen Feuerstein. Vielleicht kann ich ihn auch später gebrauchen. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte einen Wasserstein nehmen sollen, ich Idiot. So, jetzt können wir aber direkt theoretisch zur nächsten Arena. Ich meine, wir können vorher ins Pokémon Center mal kurz heilen. So. Dann können wir. Wir können ja wirklich direkt in die nächste. Was bist du denn? Toilette, ich stehe im Weg. Ja. Schön. Diese ganzen Sachen von wegen, hey, du kannst jetzt weltweit tauschen mit deinen Pokémon. Bringt nichts mehr, weil der Dienst, ich glaube, vorletztes Jahr oder so, also kurz nach Gen, nachdem die 6. Gen rauskam, ist der komplette Online-Dienst für Dingens eingestellt worden. Hier ist, glaube ich, Dingens Kampf AG. Nö. War nicht hier noch der Typ? Genau, hier hinter den Tonnen ist ein Typ, der einen erschreckt. Boo! Ja, kommt ins Gesicht, schreck hier, nimm das, Entschuldigung. Themenblitz. Yay! Ja, ich das gegen den Druck ins Gemünder. Gibt's hier überhaupt dunkle Höhen? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube nicht, hier ist Game Freak. Ne, Pokémon-Umfragekomitees. Gibt's, glaube ich, was für das C-Gear? Oh ne, gab's das Fahrrad da? Ich weiß es nicht. Hier ist die Arena auf jeden Fall. Yay, hi Sharon. Hi, so. Ja, aber für jemanden wie mich sind Kämpfe kein Problem. Ey. Tschüss, Sharon. Was willst du jetzt? Ja. Ach, das ist. Okay. Also auf zum Hafen. Yay. Dann gibt's die Arena doch erst in der nächsten Folge. Mir war gerade schon fast klar, dass irgendwie so Prime Pier. Ist das der hier? Vor allem, ich muss ihn jetzt erst suchen. Achso, das ist der Event Pier hier. Also hier könnte man mit. Weiß gar nicht, war es ein Download? War es ein Wi-Fi-Download? Ich weiß es nicht mehr. Konnte man zu der Insel, wo man Victini fangen kann. Ist ganz cool gewesen. Nur damals habe ich leider noch keine Resets gemacht, deshalb habe ich da ein ziemliches Gammel-Victini. Also ich habe das tatsächlich immer noch. Das ist auf meiner Omega-Rubin-Version. Wobei ich ziemlich viele alte Pokémon noch habe. Ich habe zum Beispiel noch mein erstes Durchspielteam von Rubin. Was schon ziemlich krass ist. Dann werde ich im Stibitz. Analyse. Sie haben mir Somnian geklaut. Okay, Lila. Finde ich auch toll, dass die Lila einfach heißt. Einfach nach der Haarfarbe benannt. Yay. Mhm. Bla, bla, bla. So viel Text.
What the fuck? Ich bin schon echt froh, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht vorlese. Wir verloren. Ja. Macht sich besser aus dem Staub. Tschüss. Okay. Ich bleib. Okay, mach dir keine Sorgen, ich bleib hier bei beschützen. Wo waren die jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube links tatsächlich bei der Arena in einem Haus. Ja. In Richtung Arena. Yay. Heieiei. Da oben sind sie doch. Ah, hier muss es sein. Kennst du das mit den, von dem Typen mit den dummen Kostümen? Wow. Mal vorbeikommen, ja. Nicht zu fassen, das. Yay. Das gibt's voll aufs Maul. Aber mal zu den Kostümen. Ernsthaft. Wer ist auf die Idee gekommen, die so anzukleiden? Ich meine, ich weiß auch, was es, glaube ich, anspielen soll. Nämlich auf ein altes Kettenhemd von Rittern. Aber ernsthaft mal. What the fuck? Das Ding hat übrigens keinen Bedroher. What? Egal, es ist zu schwach, um Cleopatra zu widerstehen. Cleopatra erreicht Level 21. Nice. Sehr gut. Und mehr Spezialangriff. Ja. Das Ganubi wird bestimmt jetzt gute Chancen haben, wenn das andere schon nach einem Treffer kaputt war. Du. Yay. Hat bestraft, bla bla bla. Oh nein, 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 nein. Rückzug, Rückzug. Tschüss. Laufen, beschreiben wir eine Visukasa. Was? Dann runter, das ist schon Pokémon auch nicht weit. Ich gehe rein. Ja, weil es voll gefährlich ist, da reinzugehen. Los. Yay. Wir stören mit 4 Leuten das Gebäude. Ich verstehe übrigens nicht, warum da die Kamera immer so zur Seite schwenken muss. Hey, geht's, Sis? What gate? Sieh eine an, erinnerte Arti. Da. Aquilus. Das könnte auch ein Pokémon-Name sein. Ernsthaft. Was trägt in Arena-Laterne? Kein Versteck zu unterhalten. Schnell aufgeflogen, was wir dachten. In der Tat. Aber die Gründe haben wir bereits ganz hervorragend unterschupft. Der Entstehung der Einallregion. Die Linde vom Schwarzen Drachen. Ja. So ist es. Wie lässt sich eine Welt vereinen, in der so viele Völker sich bekriegen? Eines Tages erschien der schwarze Drache einem Helden. Den kämpfenden Parteien gegenüber fletschte er die Zähne und dem Helden brachte er die Antwort für jenes Dilemma dar, mit der dieser sich schon so lange beschäftigte. Das Bild, das der Held und der Drache zusammen abgaben und ihre vereinten Kräfte waren es, die Herzen der Menschen wieder der Eintracht zuführten. Okay. Dies war die Geburtsstunde von Einal. Was ich mir jetzt gerade eigentlich mal frage, hat jetzt nichts wirklich mit dem Text zu tun. Gibt es eigentlich Pokémon-Spiele, die parallel spielen? Frage ich mich jetzt einfach nur mal so. Also sie werden ja irgendwie in irgendeiner bescheuerten Timeline bestimmt zusammengestellt sein. Man wird es auch wahrscheinlich über NPC-Gespräche rauskriegen können. Aber es interessiert mich wirklich mal, wie man die zusammenkriegen könnte. Das Menschen wie Helden, den getreuen Pokémon, zu Herzen appellieren. So werden wir die Welt mit Leichtigkeit zu einem Ort machen, wie ich, nein, wie Team Plasma ihn herbeisehnt. Ja, du vor allen Dingen. In Schauspiel gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Zusammen. Hey, was? Und dennoch gibt es etwas, das alle gemeinsam haben. Es liegt das Wohlergehen unserer Pokémon am Herzen.
Ja. Es passiert nicht selten, dass wir mit Leuten, denen wir zum ersten Mal begegnen, durch unsere Pokémon kommunizieren, sei es in Kämpfen oder wenn wir miteinander tauschen. Gavina, ich bin dankbar, dass ihr uns einen Anlass gegeben habt, unseren Umgang mit den Pokémon zu überdenken. Wir haben geschworen, die Pokémon respektvoll zu behandeln. In dieser Hinsicht stärkt eure Aktion doch eigentlich das Band zwischen den Pokémon und den Menschen. Nein. Was war neben meinen Ohren da? Ich hatte gar nicht erwartet, jemanden mit solch scharfem Verstand vorzufinden. Ich mag kluge Menschen. Okay. Für den König, habe ich kluge Köpfe aus der ganzen Welt an einem Ort versammelt. Man nennt uns die sieben Weisen, so klug sind wir. Darf ich mal anmerken, dass die meisten dieser Weisen eigentlich relativ bescheuert sind, weil sie einfach nur Mitläufer sind und man nicht merkt, dass sie intelligent sind? Na gut, meine Meinung in diesem Fall sei dir verziehen. Ich ziehe mich nun zurück. Ich muss Fräulein, hier ist dein Pokémon zurück. Was hat die ganze Aktion jetzt bitte gebracht? Außer Text für mich. So, ich habe dich wieder. Abel, ich will einfach ihr Pokémon rauben. Ich bin so glücklich, dass mein Sommer unversehrt wieder bei mir ist. Yay. Das ist sie eben, die wunderbare Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon. Dennoch werde ich die Legende von Idol wieder auferleben lassen, auf dass sie die Herzen der Menschen vereinnahmt und die Pokémon bald frei vom Joch ihrer Unterdrücker Frieden sein. Da. Bla bla bla. Hör auf zu labern. Okay, einfach so. Dann überleg doch mal, wenn mit anderen Pokémon geschehen. Vielen Dank, Lila. Hauptsache, bla. Zurück, Pokémon vereint. Bla, verstehe, meinetwegen. Dann im Abschluss. Wozu war diese ganze Klamotte denn jetzt gut? Okay. Ist doch wunderbar. Und ich bleibe natürlich jetzt Beschützerin, ganz klar. Lila, ja. Na, das trifft sich doch ganz hervorragend. Lila ist zwar eine. Ist zwar eine tolle Terrine, aber in der Großstadt fühlt sie sich doch ein wenig verloren. Wie alt ist sie eigentlich? Ich meine, sie ist, glaube ich, die jüngste. Also Lida jetzt. Sie ist, glaube ich, der jüngste Arena-Leiter und, glaube ich, auch der jüngste Champion. Der in Schwarz-Weiß 2 ist sie ja der Champion der Pokémon-Liga. Von einer Seite stehen. Ach ja, es war wirklich nett von dir, dass du in der Suche nach der Pokémon geholfen hast. Hier ein Dankeschön. Eine Kiroya-Bäre. Okay. Also dann macht's gut. Moment mal. Okay. Du wartest in der Arena. Gut. Den Rauchball. Kann man vor wilden Pokémon fliehen, wenn er ausgerüstet ist. So. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir dann die Arena. Hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.